Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zelda My Chaos Mask. Wir sind im Inneren des Mondes, wie creepy es auch klingen mag. Wir sind da. So, offene Schatztruhe. Okay, ich glaube, ich muss sie einfach gerade aussteuern. Okay, war wohl nicht gerade genug. Also hier muss man wohl wirklich nur gerade aussteuern, dann kommt man eigentlich an sein Ziel, aber ich war scheinbar gerade nicht gerade genug. Sind wir gerade? Doch, das sollte gerade sein. Sollten ganz gerade. Okay, ich habe das nicht früh genug gemacht. Ich muss das schon von hinten machen. Okay. Wir werden sowas von verzweifeln, habe ich so das Gefühl. Goat, das war ja auch ein wunderschöner Endgegner. Wer erinnert sich noch an Goat? Da, wo einfach mal der Sound weg war am Ende und ich das dann mit interessanten Geräuschen gefüllt habe. Wie komme ich denn da rüber, ohne zu sterben? Es könnte interessant werden. Also ich glaube, man muss hier einfach nur gerade bleiben, aber eigentlich bleibe ich gerade. Stick loslassen. Okay, der Stick ist losgelassen. Schauen wir mal, wo uns das Ganze hinführt. Huch, das sind irgendwelche Dinge am Boden. Ah, ich habe Angst, dass wir leicht schief sind, weil ich das Gefühl habe, wir sind nicht ganz zentriert. Warte, das kann nicht funktionieren. Muss ich hier in die Mitte gehen? Ich suche eigentlich noch ein Herzteil, Leute. Oh. Ich glaube, da hätte ich mich nicht hinstellen sollen. Okay, wir machen das mal neu. So, komm, Stacheln. Drücke den Knopf weiter und lass ihn einfach mal rollen. Auf diese Dinger datschen wir wohl so schnell nimmer. Okay. So, da oben ist, glaube ich, der Ausgang. Da ist auch ein Herzteilchen. So, aber hier muss ich jetzt denken. Da ist ja nichts, wo ich abprallen kann. Boah, ich war scheiße mit dem Viech. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Versuche mehr. Also es kann ja nicht allzu kompliziert sein, aber für mich ist es halt schon wieder zu kompliziert. Okay, ich drücke nichts mehr. Lassen wir ihn einfach kugeln, flippern. Sieht ein bisschen sehr aus wie Flipper, oder? Wie so ein großer Flipperautomat. So, jetzt muss ich lenken. Ich hasse lenken. Wollen wir mal über die Katastrophe reden, die ich da gerade baue? Okay, wir machen das einfach nochmal. Zum Glück zieht runterfallen kein Leben. Ja, sind wir doch froh darüber. Wir sollten die kleinen Erfolge im Leben feiern. Unter anderem, dass wir kein Leben verlieren und das tausende Male wieder machen können. So. Einmal nach da drüben. So, und jetzt darf ich lenken. Wahrscheinlich scharf nach rechts. Das war zu scharf nach rechts. Alter, gibt's da irgendeinen Trick? Wenn ich jetzt gerne noch irgendwelche Rennen mit Zora schwimmen muss, dann flippe ich, glaube ich, ein bisschen aus. Okay, Flipper nach da drüben und jetzt gleich muss ich irgendwie nach rechts lenken. Aber ich darf nicht abbremsen, sonst bin ich zu slow. Bah, spring halt weiter nach da drüben. Weil wenn ich halt das nicht mehr in die Rolle wäre, das würde mir ja nichts helfen. Okay, ich lass los. Ich lass mich durch die Gegend flippern. Dann schauen wir, ob wir es dieses Mal besser hinkriegen. So. So, jetzt kommt wieder diese Kackstelle. Haha. Um aufzurollen. Oh, scheiße, wir müssen aber rollen. Warum sollte ich über Kurven rollen können? Wie krass denkt ihr eigentlich, bin ich? Ja, das habe ich erwartet. Ja, wir müssen dann einfach wohl noch eine Kurve rollen.
Aber wir haben schon mal den ersten Ding geschafft. Also wollen wir nochmal. Okay. Ich lasse den Stick los und lasse das ganze Game mal hier beginnen. Seit 5 Minuten versuchen wir das übrigens. Das ist sehr schön. Seit 5 Minuten klappt das nicht. Ah. Knapp daneben ist halt auch vorbei. Okay, nochmal. Ich bin jetzt froh, dass ich diese blaue Energie leise habe. Stell dir mal vor, mir wird die Energie leer gehen und ich würde es gerade so schaffen irgendwie. Also meine Fähigkeit, mit den Dingen hier umzugehen, sind wirklich begrenzt. Okay, jetzt ist wieder mein Part gefragt. Ganz knapp. Ganz knapp. Das hat mich irgendwie so ein bisschen durcheinander gebracht. Again! Wuhu! Lasst uns durch die Gegend rollen. Machen wir uns heute mal einen schönen rolligen Tag. Wo wir einfach flippern und dann muss ich lenken und das wird halt nichts. Ich finde das Innere vom Mond ist schon ziemlich hohl an manchen Stellen. Vielleicht zerbröselt der einfach nur, wenn er auf die Erde trifft. Weiß ich nicht. Versuchen nicht auch irgendwelche Amerikaner, also jetzt in real, den Mond zu sprengen irgendwie? Weil die denken, das würde irgendwie so Probleme lösen. Und ich denke mir einfach so, ich glaube nicht, dass es irgendwie löst, wenn man den Mond sprengt. Da ist irgend so ein Amerikaner mal der Ansicht gewesen und darüber denkt halt dann, das war irgendwie leicht schief, würde ich fast behaupten. So. Dann lasse ich mal den Stickus. Über die Leiter kommst du, glaube ich, auch weiter. Es gibt eine Leiter. Wo? Okay, jetzt ist wieder mein Part gefragt. Und wir schaffen das jetzt. Komm, wir sind gut, wir sind gut, wir sind gut. Ich habe halt keine Chance. Das Ding, das überreagiert halt übelst. Das ist so, als wäre es mit bei Diddy Kong über die Brücke. Okay. Ja, ich kann es gleich mal über die Brücke versuchen, wenn ich halt wieder scheitere. Das ist so, als wenn du bei Diddy Kong Racing irgendwie so einen richtig fetten Fahrer hast. Ich weiß gerade nicht, wen ich benennen soll, aber als hättest du irgendwie diesen Bane-Show. Ja, komm, wir gehen zu Fuß. Wir rollen jetzt nochmal an die Stelle und dann gehen wir zu Fuß. Scheint irgendwie effektiver zu sein, wahrscheinlich. Aber wir müssen mal schauen, ob wir vielleicht Diddy Kong Racing mal herbekommen. Vor die Energiekanister bremsen für die Brücke, okay. Okay, also wir bremsen an dieser Stelle. Ich frage mich nur gerade, ob wir was zum Wendigeres sein sollten. Also ein Link. Aber wo ist denn das Herzteil? Brauchen doch irgendwo noch ein Herzteil hier, oder? Ich stelle mich einfach mal an diese Stelle und werde wieder ein Corona, dass wir da rüberspringen können. Das war die Enttäuschung des Jahrhunderts. Man muss wohl in der Mitte anfangen. Gut, wir rollen wieder rüber. Herr, aber wo gibt es denn dieses Herzteilchen? Da ist das Kind. Okay, wo ist das Herzteil? Es gibt da überall scheinbar ein Herzteilchen. Ah, da oben ist das Herzteil. Okay, ich gehe aber trotzdem mal da hoch. Okay, warte mal. Ich bin mal kurz ein Link. Wenn du geradeaus gehst, kommst du 2 Kurven wieder auf die Strecke. Okay. Warte mal, aber wenn ich doch nach da gehe, müsste ich doch da auch fast hinkommen, oder? Nee, das ist da hinten. Ganz ehrlich, wir können ja ruhig so ein Herzteilchen verpassen. Das ist jetzt nicht nett.
Das ist so wilde hier, wenn wir ein Herzteil weniger haben. So. Ein Herz mehr oder weniger macht es jetzt auch nicht aus. So, dann einmal tschüss, Feenmaske. Du hast mir tatsächlich manche Dienste gut erwiesen und tschüss, Fuchsmaske, die ich einmal gebraucht habe. Du hast mich gefunden. Hey, ich brauche mehr Masken. Okay, dann wäre mal eine süße kleine Fee. Mehr. Dann wäre mal ein süße kleine Fuchs. Hey, danke schön, du bist nett. Darf ich dir eine Frage stellen? Du, was macht dich glücklich? Dieses Spiel? Ich frage mich, was dich glücklich macht. Macht das andere auch glücklich? Ich weiß nicht. Was machst du da? Ich habe mich ein bisschen blöd angestellt. Sagen wir es einfach mal so. So, dann gehen wir wieder zurück zu den anderen. Ja. Dann hoffen wir mal, dass wir das hinkriegen. So, der nächste müsste ja dann unser süßer Zora sein. Aber ich denke, da der andere zwei Masken wollte, will der jetzt dann drei Masken. Die gebe ich noch nicht her. Die drei kann er haben. Die Hasmann möchte ich stehen Drive-In. Schön für dich, dass du im Drive-In stehst. Ich habe jetzt dann meine leckere Pizza. Ah ja, da ist er ja gleich, der Georg. Masken, hast du viele davon? Bist du ein Maskenverkäufer? Ich werde mit dir spielen. Also die Masken, gib mir welche. Hier hast du die Primum. Kein Geld gebraucht, habe mit Punkten bezahlt. Okay. Mehr. Dankeschön. Du bist ein netter Kerl. Oder etwa nicht? Verstecken, lass uns anfangen. Ich verstecke mich. Okay, jetzt habe ich wahrscheinlich mit Zora so Zeugs machen. Zora. Yay. Wette nicht, damit es irgendwie schwimmen und ich bin ja so unfair hier. Oh Gott, das sieht mir so nach Biberrennen aus. Muss ich hin? War Abzweigung. Ich habe keine Ahnung. Puh. I don't know, wo es hier hingeht. Oh, ich hätte da wieder eine Abzweigung. Ich denke, ich muss da irgendwie den richtigen Weg finden und ich habe ihn definitiv scheinbar verfehlt. Okay. Ja, ich habe ihn wohl verfehlt. Gut, wir versuchen es mal. Es wurde mir nämlich schon geschrieben, dass ich es mal mit rechts, links, links, links versuchen soll. Also, wir werden uns rechts halten und dann schauen wir, dass wir stark nach links kommen. Also, wir kuscheln mit der rechten Wand. Jetzt kuscheln wir mit der linken Wand ganz viel. Kannst du bitte nach vorne schauen? Okay, da gab es so eine Strömung. Ich will nach links. Puh. Ich bin irgendwo angekommen. Herzchen. Herzzahl, Herzzahl, Herzzahl. Okay, und jetzt muss ich rechts, links, links, rechts. Okay, wir haben damit 14 Herzchen. Komm runter da. Und durch da. Okay, rechts, links, links, rechts. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Rechts. Rechts sind wir schon mal so. Jetzt links. Nochmal links. Und jetzt rechts wieder orientieren. So, wo sind wir? Ah, jetzt sind wir bei den Kindern. Okay, wir ziehen die Zora-Maske schon mal aus. Und
Dann kriegt er jetzt halt einmal die Humanis-Maske, kann er schön in die Bar gehen. Die Maske ist Zirkusdirektor. Haben wir kein einziges Mal, glaube ich, gebraucht. Und dann noch die Carfice-Maske. Du hast mich gefunden. Hey, ich brauche mehr Masken. Dann viel Spaß in der Humani-Bar. Mehr. Viel Spaß beim Zirkus. Mehr. Und hier kannst du so einen verlorenen Jungen retten, der heiraten will. Hey, danke schön, du bist nett. Darf ich dir eine Frage stellen? Das einzig Wahre, was mag das wohl sein? Ich frage mich, wenn du das Einzige machst, macht das wirklich alle zufrieden? Ja, es wird irgendjemand nicht so recht zufrieden machen. Keine Ahnung. Es wird doch immer jemanden geben, der sich abfuckt, was du tust. Okay, dann machen wir jetzt einen kurzen Cut und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht. Bei Zelda mit Majora's Mask. Bis dann, tschüss.